weil er in dieser vielverschlungenen Handlung nicht unwichtig ist. Sie kennen mich. Sie haben mich schon zweimal durch die Lüfte schweben sehen. Der Zypresse und dem Apfelbaum entlang. Ich bin Graf Bodo von Überlohe, Zabernsee. Ich bin heruntergekommen, gewiss. Betrunken, wie Sie sehen. Ich störe das ganze Stück. Auch dies sei zugegeben. Doch bin ich weder zu umgehen, noch zu mildern. Mein Auftritt ist lächerlich. Wie mein groteskes Leben. Es ist geradezu peinlich, mich auch noch auftauchen zu sehen. Und helfen kann ich natürlich nicht mehr. Sie werden es sehen. Doch ist hier an diesem so kritischen Punkt der Handlung, in die Sie, meine Damen und Herren, als Zuschauer und wir auf der Bühne durch einen heimtückischen Autor hineingelistet worden sind, die Frage aufzuwerfen, wie der Verfasser denn an diesem allen teilgenommen hat, ob er sich planlos von Einfall zu Einfall treiben ließ oder ob ein geheimer Plan ihn leitete. Oh, ich will es ihm glauben, dass er mich nicht leichtfertig schuf, irgendeiner zufälligen Liebesstunde verfallen, dass es ihm darum ging, zu untersuchen, was sich beim Zusammenprall bestimmter Ideen mit Menschen ereignet, die diese Ideen wirklich ernst nehmen und sie mit einer unerschöpflichen Gier nach Vollkommenheit zu verwirklichen trachten. Ich will ihm das glauben. Und auch dies, dass es dem neugierigen Autor auf die Frage ankam, ob der Geist in irgendeiner Form imstande sei, eine Welt zu verändern, die nur existiert, die gar keine Idee besitzt. Ob die Welt als Stoff unverbesserlich sei. Ein Verdacht, der ihm in einer verlorenen Nacht vielleicht einmal aufstieg. Auch dies will ich glauben. Doch, dass er dann, wie er uns geschaffen hatte, nicht mehr in unser Schicksal eingriff, das, meine Damen und Herren, bleibt bitter zu beklagen. So schuf er denn auch mich, den Grafen Bodo von Überlohe-Zabernsee, den einzigen, den er mit ganzer Leidenschaft liebte, weil ich allein in diesem Stück das Abenteuer der Liebe auf mich nehme. Dieses erhabene Unternehmen, das zu bestehen oder in dem zu unterliegen, die größte Würde des Menschen ausmacht. Doch gerade darum wohl belastete er mich mit dem Fluch eines wahrhaft lächerlichen Lebens und gab mir nicht eine Beatrice oder eine Proesa oder mit was sonst so ein Katholik seine wackern Helden beehrt, sondern eine Anastasia. Weder dem Himmel noch der Hölle, sondern allein der Welt nachgebildet. So ließ der Liebhaber grausamer Fabeln und nichtsnutziger Lustspiele, der mich schuf, dieser zäh schreibende Protestant und verlorene Phantast, mich zerbrechen, um meinen Kern zu schmecken. O schreckliche Neugierde! So entwürdigte er mich, um mich nicht einem Heiligen ähnlich, die ihm nichts nützen, sondern ihm selbst gleich zu machen. Um mich nicht als Sieger, sondern als Besiegten. Die einzige Position, in die der Mensch immer wieder kommt, in den Tiegel seiner Komödie zu werfen. Dies allein nur, um zu sehen, ob denn wirklich Gottes Gnade in dieser endlichen Schöpfung unendlich sei. Unsere einzige Hoffnung. Ich könnte eine ganze Geschichte meiner Frauen erzählen, für was das eigentlich da sind. Und da kommt man eigentlich auf merkwürdige. Ich habe immer ungeheuer geschrieben. Und da haben mich aber die Frauen eigentlich immer selber dazu, alle Schauspieler, die ich kannte, haben immer gesagt, schreib doch ungeheuer, wir möchten mal ungeheuer spielen. Wir wollen doch nicht so edel sein, so zum Kotzen immer Iphigenie und solche Dinge zu spielen. Ich meine, für die Männer schreiben wir ja ungeheuer.
Nicht, das wimmelt ja von Richard III. Und so darum liegen mir die Bösewichte nicht, aber so eine richtig boshafte Frau zu schreiben, das macht mir Vergnügen, weil es die Frauen ja gern haben, wenn jemand das schreibt. Die alte Dame haben alle gern gespielt und die Mathilde von Zahnd auch. Die Ottilie ist auch eine gute Rolle und die Anastasia auch. Das sind verschiedene Rollen. Bist du sicher, dass du es nur schreibst, weil die Frauen das gern haben, dass du ihnen Ungeheuer schreibst, oder sind die Ungeheuer in dir? Nein, ich habe gesagt, dass ich ja selber, ich bin ja auch diese Frau. Ich bin, wenn ich eine Rolle schreibe, bin ich ja, ich kann keine Rolle schreiben, mit der ich mich nicht identifiziere. Also ich muss eine Rolle, mit der ich, in die ich nicht verliebt bin, in die ich nicht irgendwie etwas von mir spüre, kann ich gar nicht schreiben. Ich kann nie etwas gegen, ich kann nie eine Rolle hassen. Ich habe mir immer das Gefühl, dass ich, und ich entdecke plötzlich Züge, oder in jeder Rolle entdecke ich plötzlich Züge, die, manchmal komme ich vor, ich beschreibe mich endlos selber. Der Konradsweiler Wald, Robby und Tobi, haltet mal an. Anhalten, Robby und Tobi, anhalten, Bobby und Mobby. Klärt Zachanassi an, steigt aus der Sänfte, betrachtet den Wald. Das Herz mit deinem und meinem Namen, Alfred, fast verblichen und auseinandergezogen. Der Baum ist gewachsen, sein Stamm, seine Äste dick geworden, wie wir selber. Claire Zachanassian geht zu den anderen Bäumen. Ich ging schon lange nicht mehr im Walde meiner Jugend, stampfte schon lange nicht mehr durch Laub, durch violetten Efeu. Spaziert nun etwas hinter die Büsche mit eurer Sänfte, ihr Kaugummikauer. Ich mag eure Visagen nicht mehr sehen. Claire Zachanassian setzt sich auf die Bank. Schau mal, Henry. Schon Zeit. Auf diesem Findling küssten wir uns vor mehr als 45 Jahren. Wir liebten unter diesen Sträuchern, unter dieser Buche, zwischen Fliegenpilzen im Moos. Ich war 17 und du noch nicht 20. Dann hast du Mathilde Blumhardt geheiratet mit ihrem Kleinwarenladen. Und ich den alten Zachanassian mit seinen Milliarden aus Armenien. Er fand mich in einem Hamburger Bordell. Meine roten Haare lockten ihn an, den alten, goldenen Maikäfer. Clara. Eine Henry Clay, Bobby. Der Butler kommt aus dem Hintergrund, reicht ihr eine Zigarre, gibt ihr Feuer. Dir zuliebe habe ich Mathilde Blumhardt geheiratet. Sie hatte Geld. Du warst jung und schön.